Ja, und herzlich willkommen zurück im Kanal von den Fulltime Nerds, der Momsi spielt weiter im Let's Play von Black Mesa Source. Und weg hier, Momsi! Das meinte ich nämlich, die sind gar nicht so doof, die Freunde hier. So, da kommt nämlich schon mal einer. Habt das gesehen? Ja, und da steht er. Ich sag euch, das sieht einfacher aus, wie das ist. Glaubt mir. Nein. Nein, ich hab sie alle geschafft, ey. Das glaube ich nicht. Gleich mal ein Quicksave hier absetzen. Und das Ding muss ich entschärfen, weil ich habe keinen Bock hier nochmal irgendwie zurück zu müssen. Also, this is one for sure. Come on, dude. Das ist ein recht schweres Barrel. Ob ich das schaffe? Na gut. Verprassen wir eine Kuh. So ist das schon besser. An den Marines habe ich jetzt ganz schön hat die Zähne ausgebissen. Das muss ich zugeben. Wir gehen weiter. Und ich hoffe, ich kriege ja hier irgendwo mal ein bisschen was an Energie ab. Denn sonst wird das ein kurzes Let's Play. Das muss ich ganz ehrlich gleich stehen. Wo gibt es Energie? Hier gab es mal. Da können wir nicht hoch. Das war ein Mortigorn. Ach, schön. Da sind die Army-Idioten her. Naja, wenigstens ein bisschen was. Das ist ja besser wie überhaupt nichts. Und ich weiß, jeder YouTuber sagt es immer, ich sag's jetzt eigentlich auch ein paar Mal. Liked und subscribed doch den Channel, wenn es euch gefällt, wenn ihr hier zuschaut. Ja, wir sind ja noch recht neu, haben aber schon einige Sachen online. Und more to come. Aber liked unsere Videos und kommentiert natürlich auch, wenn euch was gefällt oder nicht gefällt. Hier tun wir jetzt erstmal das Riesenteil hoffentlich hier runterziehen. Schießt du auf mich? Siehst du mich? Ich hoffe nicht. So long as you stay out of the big guy's way. You should be fine. Jetzt bin ich am Überlegen, was wir genau machen müssen. Ich weiß noch, wir können hier dieses Teil einstellen, wie die Dresin-Geschichte hier steht, aber frag mich mal jemand was Leichteres. Das ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, der Part im Game, der mich bei Half-Life 1 eigentlich alle Dinger gekostet hat. Vor allen Dingen, weil ich nicht ganz genau weiß, was zu tun ist. Huch, warum shakt das jetzt hier so? Check Power, Check Track. Ja, mag ja sein, aber what do I have to do there? Ja, ja, und noch einmal. Guck mal, ich schieß mal schön in den Schritt auf deine Hände. Alter Schwede, ey. Das Teil ist so hässlich. Das könnte glatt die Mutter von jemandem sein. Nee, mach mal hier keine Mutterwitze. Gehen wir mal hier runter. Energie haben wir aber nirgendwo mehr was. Ich weiß es. Ich war ja hier schon. Halt, hier kam ich doch her. Achso, wir sind von hier. Nee, bin ich jetzt blöd? Wir sind doch von hier oben irgendwo. Ah ja, genau von da oben sind wir gekommen eigentlich ursprünglich mal. Ein Bunny Hop. Ja, könnte gehen. Energie kriegen wir keine, das habe ich mir fast schon gedacht.
super. Da kommen wir oben auf die. Ja, genau, du wolltest gerade sagen, da wo das Feuer läuft, kommen wir hier raus. Das ist die Treppe, wo wir von unten sehen. Alter Verwalter. Das ist doch nicht wahr, ey. Alter, wie ich das in solchen Spielen hasse, ey. Wenn du so eine Stelle hast, wo du einfach nicht weiterkommst. Ja. Oh, Alter, ey. Keine Chance. Ich schwöre, ey, keine Chance. Jetzt stellt er sich auch noch genau hier hin, ne? Wo ich eigentlich hier genau rein müsste. Dumbfuck. Das kostet so viel Zeit, ey. Hab ich schon bei Half-Life 1 nicht gemocht, ja, dieses riesen Viech. Genau stehen bleibt. Nein, der geht weg. Ich glaube es nicht. Ich speichere jetzt mal. Ich speichere mal, doch. Ich speichere mal einen fetten. Jetzt hätte ich fast load geklickt. Ich glaube, wir sind vielleicht sogar hier komplett falsch. Ich weiß es nicht. Jetzt stehe ich hier. Wir haben doch Energie, Mann. Wo ist denn das Problem? Ah, I found an error. Was das Problem wird sein? Ich gehe jetzt mal einfach. Na doch, das würde sogar gehen. Ey, Alter, ich mach dich jetzt so platt, ey. So, jetzt hänge ich hier fest. Achtung! Hier, nur mal für euch hier, das ist ein Bug, ja. Lass mal. Ja. Oh je, ich bin getroffen. Hey, ich hab glaub Energie. Daniel D! Fuck you! Go to hell! No, Didi. Ich hoffe, es hat geschmerzt. So. Now the rails got have power. Maybe I should watch it. Ich gebe dem jetzt nochmal ein richtiges Save. Gucken wir erstmal, ob die Rails so safe. Die Rails sind safe. Das ist schon mal gut. Alter Schiff. Alter Scheiße. Hinten war, glaube ich, keine Energie drin, oder? Doch. So, jetzt sind wir wieder dabei. Jetzt sind wir wieder dabei. Dann gehen wir mal ein Stückchen weiter und gucken mal, was wir noch reißen können. Denn jetzt ist die Lore frei. Ha! Genau. Jetzt müssen wir die Lore draufstellen. Und dann. Oh, da gibt's Raketenwerfer. Gab's da nicht einen Raketenwerfer? Nein. Aber wir gucken jetzt erstmal, ob wir noch Munition bekommen. Das sind Kisten. Vielleicht auch Headcrabs. Who knows? Vielleicht auch noch etwas mehr Energie. Oder vielleicht finden wir ein bisschen Munition. Oder Energie und noch eine Energie. Wir sind auf 100%.
Sie spüren meinen französischen Akzent. Und das soll bedeuten, dass Momsi sich gut fühlt mit seinen gefundenen Dingen. So, das war's aber hier. Ich glaube, wir können jetzt einfach mal mit der erstbesten Lore losfahren. Die Lorelei. Die macht hier ganz schön viele Dinge. So, bleibst du stehen. And now we're gonna get back and fire it up. Jetzt müssen wir nämlich die Lore drehen. Come on, dude. Run. Gordon. Duck jump. So. Jetzt können wir drehen. Können wir nicht? Junge, drehst du? Alter. Muss ich unten drehen? Ich kann doch nicht unten drehen. Ich stehe doch... Habe ich irgendwas verpasst? Machst du das? Sag mal, irgendwie habe ich hier den absolut kompletten Verplaner, ja? Was ist eigentlich das Problem hier? Wir haben eine Lore, die Lore steht genau auf der Mitte. Ja? Look for obstacles. Musst du weg oder was? Was ist mit dir auch? Du liegst nicht im Weg. Jetzt muss ich wieder außen rumlaufen. Ist doch alles grün. Oh, das Schild ist durchgängig. Durchlässig. Liegt nichts auf den Schienen. Nicht vorne, nicht hinten. Vorne muss ich auch nichts drücken. Die linke ist auf. Junge, ich gehe jetzt noch einmal zurück und wenn das nicht geht, dann werde ich sauer. Dann werde ich richtig müse. Oh, oh, jetzt bin ich da. Check Power, Check Track, Do Not Use. Ja, ist doch alles okay. Junge, ich mach dich gleich platt. Alter, ich krieg jetzt gleich zu viel, ne? Junge. Ah, die ist nicht grün, okay. Das heißt, ich kann hier nur die eine nehmen. Ah, jetzt Moment. Das wäre jetzt gemein. Ich glaube, bei Half-Life 1 musste man die Lore auch komplett bis zum Ende fahren. Und erst dann konnte man das drehen, aber ich mag mich jetzt auch irren. Aber das wäre jetzt ein bisschen arg blöd. Nee, das war's nicht, ey. Alter, jetzt gib mir doch einen Hint, was ich machen muss, du Dödel. Alles grün, was muss ich tun, um dich glücklich zu machen? Jetzt hat er es automatisch gedreht. Jetzt kriege ich einen Hals, ey. Damn it, man. Come on, drive. Now we're going to the tracks. Jetzt lädt er bestimmt gleich. So. Hey, it's Freeman, right? Hold up a sec. One of your scientist pals said they give you a message. You're supposed to take this old rail system up to some sort of satellite delivery or something. I don't know where it is exactly. The old guy was so worried about getting out alive, he didn't think to stop and tell me. Anyway, the main thing is, the military aborted the launch. So when you find the rocket, well, if you find the rocket, you'll have to get up to the control room and launch it yourself. He said something about a Lambda team needing a satellite in orbit if they were ever going to clean up this mess. Now,
Get going. I'm gonna stick around and help any other stragglers. Aye, sir. Ich gehe hier zurück. Speicher ab und wir sehen uns im nächsten Let's Play, wo wir uns auf dem Weg zur Rakete machen und richtig schön vielleicht noch ein paar Marines und ein paar Elms aufs Maul hauen und vielleicht nicht ganz so lange brauchen wie da hinten für den Gargantua. Ja, und ich sag mal danke fürs Zuschauen in diesem Let's Play und wir sehen uns direkt im nächsten. Das sagt danke, der Momsi von den Fulltime Nerds. Bis denn dann.